Dritter Gesang. Arjuna sprach: Wenn du die Einsicht höher stellst als wie die Tat, Janardana, warum zur fürchterlichen Tat treibst du mich an, O Kechava? Mit doppelsinniger Rede, so verwirrest du mir nur den Geist. Dies eine sag mir ganz bestimmt, wodurch das heilig mag empfahen. Der Erhabene sprach: Ein Doppelstandpunkt ist von mir vorhin verkündet, reiner dir. Die Erkenntnis der Denkenden und der Andächtigen frommes Tun. Nicht durch Vermeidung jeder Tat wird wahrhaft man vom Tun befreit, noch durch Entsagung von der Welt gelangt zur Vollendung man. Nie kann man frei von allem Tun auch einen Augenblick nur sein. Die in uns wohnende Natur zwingt jeden irgendwas zu tun. Wer seine Tatorgane zwingt und dasitzt, doch betörten Sinns, im Geist der Sinnen Dinge denkt, wird ein verkehrter Mensch genannt. Doch wer die Sinne durch den Geist bezwingend sich ans Handeln macht, mit seinen Tatorganen, doch nicht dran hängt, der stehet hoch. Vollbringe die notwendige Tat, denn Tun ist besser als Nicht-Tun. Des Körpers Unterhaltung schon verbietet es dir, nichts zu tun. Außer dem Opfer steckt die Welt ganz in den Fesseln ihres Tuns. Darum vollbring du solche Tat, doch ohne dran zu hängen je. Einst sprach Prajapati, als er das Opfer und die Menschen schuf: Durch dieses sollt ihr fruchtbar sein. Dies soll die Wunschkuh sein für euch. Fördert damit die Götter ihr. Die Götter sollen fördern euch. Euch gegenseitig fördern so, sollt finden ihr das höchste Heil. Genüsse, die ihr wünscht, spenden die Götter dann euch, so verehrt. Doch wer solch Glück genießt und nicht den Göttern opfert, ist ein Dieb. Von allen Sünden wird befreit, wer nur von Opferresten lebt. Wer für sich selber kocht, ist schlecht und Sünde ist's, was er genießt. Durch Speise lebt der Wesen Schar, durch Regen wächst die Speise auf. Durchs Opfer kommt der Regenguss. Das Opfer ist des Menschen Tat. Dies Tun stammt von der Gottheit her, die Gottheit aus dem ewigen Sein. Drum ist die Gottheit allerwärts vorhanden, in dem Opfer stets. Wer dies in Gang gekommene Rad nicht immer weiter rollen lässt, sündig frönend der Sinnenlust, der lebt vergeblich, Pritasohn. Doch wer sich an dem Selbst erfreut und durch das Selbst gesättigt ist, im Selbst allein vergnügt, der Mensch, der ist von allem Tun erlöst. Er hat's nicht nötig, dass etwas geschehen ist oder nicht geschehen, noch sucht bei allen Wesen er Zuflucht aus irgendeinem Grund. Drum, ohne dran zu hängen je, führ aus die Tat, die deine Pflicht. Wer handelt ohne Hang zur Welt, der Mensch erreicht das höchste Ziel. Durch solche Tat kam Janaka, nebst anderen zur Vollkommenheit. Auch im Hinblick auf die Ordnung der Menschenwelt musst handeln du. Was irgend nur der Beste tut, das tun die anderen Menschen auch. Was er als Richtschnur stellet hin, demselben folgt die Menschheit nach. In den drei Welten habe ich nichts, o Pritasohn, zu führen aus, noch zu erlangen, was mir fehlt, und doch bewege ich mich im Tun. Denn wenn ich mich nicht unentwegt im Tun bewegte, immerdar, was wär's, da alle Menschen doch nur meinen Spuren folgen nach? Zugrunde ging die ganze Welt, wenn ich die Tat nicht würde tun. Ein Chaos brächte ich dann hervor und mordete die Wesen all. Die Toren hängen an der Tat, die sie vollführen, Bharata. Der Weise tu sie ohne Hang, sich mühend um der Menschheit wohl. Nicht mache irr die Toren er, die an den Taten hängen fest. Gern tu der Weise jede Tat, andächtig steht sie führend aus. Die Taten kommen allzustand durch Eigenschaften der Natur. Wen Selbstbewusstsein töricht macht, der denkt, ich bin der Täter, ich. Doch wer den Doppelunterschied von Kraft und Tat in Wahrheit kennt, der hängt nicht fest, der kennt das Reich. Da Kräft in Kräften walten fort. Wenn dieses Spiel der Kräfte täuscht, der hänget an der Kräfte Tun. Schwach ist er und kennt nicht das All. Wer's kennt,
der lasse den in Ruhe. Drum wirf auf mich hin all dein Tun, nur denkend an den höchsten Geist, nichts hoffend und begehrend nichts, so kämpfe, frei von allem Schmerz. Die Menschen, welche immer da, nachfolgen diese meinem Wort, die gläubig sind und murren nicht, befreien durch ihre Taten sich. Die aber, murrend wider mich, nicht folgen diese meinem Wort, in aller Einsicht ganz verwirrt, die Toren, wisse, gehen zugrund. Der Weise auch tut immer das, was der Natur in ihm entspricht. Die Wesen gehen nach der Natur. Was will der Zwang bewirken da? An jedem Sinnesgegenstand hängt Neigung und Abneigung fest. Nicht fall in deren Herrschaft er. Sie sind ja seine Gegner beid. Die eigene Pflicht steht oben an und brächte sie uns auch den Tod. Tu noch so gut die fremde Pflicht, sie bringt dir doch nichts als Gefahr. Arjuna sprach: Allein, von wem denn angespornt, begeht der Mensch die sündige Tat, auch wenn er selbst es gar nicht will, als trieb ihn irgendeine Macht. Der Erhabene sprach: Das ist die Gier, das ist der Zorn, der aus der Leidenschaft entspringt. Das ist der Böse, der verschlingt. Ja, wisse, dieser ist der Feind. Wie's Feuer wird vom Rauch verhüllt und wie der Spiegel durch den Schmutz, wie von der Haut der Embryo, so ist von dem umhüllt die Welt. Die Einsicht ist von ihm umhüllt, der stets der Feind des Weisen ist. Von ihm, dem Proteusartigen, dem Feuer, das unersättlich ist. Die Sinne, Innensinn, Verstand, die werden sein Gebiet genannt. Durch sie verwirrt den Menschen er, indem die Einsicht er umhüllt. Drum zügle du von Anfang an die Sinne, edler Bharata. Gib auf das Böse, es zerstört Erkenntnis und Erfahrung dir. Die Sinne kennt als mächtig man, mächtiger noch ist der Innensinn, mächtiger als dieser der Verstand, weit mächtiger noch das ewige Selbst. Wenn seine Macht du hast erkannt, dann stärke durch das Selbst dein Selbst. Töte den Feind, Großarmiger, den Proteus, den man schwer bezwingt.